Meine Damen und Herren, nachdem wir uns gestern über das Verhalten von magnetischen Dipolen unterhalten hatten und gesehen haben, wie sie sich ausrichten, wenn sie sich in einem äußeren magnetischen Feld befinden, sind wir heute in der Lage, uns mit den Eigenschaften von Materie in magnetischen Feldern auseinanderzusetzen. Und wie ich schon einmal erwähnt hatte, wird sich also dabei zeigen, dass üblicherweise die Materie, wenn man sie in ein Magnetfeld bringt, nur sehr marginale Auswirkungen auf das magnetische Feld hat. Außer man verwendet ferromagnetische Materie, da können dann die Effekte ganz gravierend sein. Und weil das so ist, insbesondere, ist es also wichtig, sich mit den Eigenschaften der Materie in einem magnetischen Feld auseinanderzusetzen. Die Sache ist im Prinzip analog zu der Beschreibung der Eigenschaften von Materie, die Elektriker in elektrischen Feldern. Und da hatten wir ja auch die Überlegung, dass die Moleküle, die aus denen diese Materie besteht, elektrische Dipolmomente haben und sich ausrichten werden. Und eine ähnliche Beschreibung werden wir auch verwenden hier bei der magnetischen Materie. Jedenfalls zeigt generell das Experiment, dass Materie Träger eines magnetischen Feldes sein kann. Also wenn man Materie in ein magnetisches Feld bringt, dann wird das Feld im Allgemeinen diese Materie durchsetzen. Kann durch die Materie in irgendeiner Weise beeinflusst werden. In welcher Weise und womit man zu rechnen hat, werden wir uns etwas später mit einem Experiment heute auch anschauen, aber das werden wir erst machen, nachdem wir uns einige wesentliche Dinge überlegt haben und dann schon besser interpretieren können, was da auf uns experimentell an Information zukommt. Es ist nämlich so, dass die Materie, wenn man sie ins magnetische Feld bringt, einerseits eine Abschwächung hervorrufen kann. Das ist ein Effekt, der qualitativ ähnlich ist zu dem, was die Elektriker in elektrischen Feldern tun. Das haben wir gesehen, wenn man in einen Plattenkondensator eine Glasplatte hineinschiebt, dann geht die Spannung und damit auch das elektrische Feld zurück, obwohl die Ladungen auf den Platten sich nicht ändern. Also Abschwächung durch ein Dielektrikum, und so kann es auch sein, dass es eine Abschwächung aufgrund eines Magnetikums gibt. Aber es kann auch vorkommen, dass durch ein Magnetikum eine Verstärkung des magnetischen Feldes passiert. Und das ist etwas, was es bei den Dielektrikern nicht gibt. Das ist schon was Neues. Und dann aber, wenn man also wirklich so ein spezielles Ferromagnetikum hat, dann kommt es zu ganz dramatischen Verstärkungen. Und über das wird dann also besonders zu sprechen sein. Wieder ähnlich wie bei den elektrischen Eigenschaften der Materie, werden wir zunächst eine Art Referenz betrachten, damit man weiß, wovon man ausgehen kann und womit dann die Sache zu vergleichen sein wird. Wir betrachten also zunächst noch gar kein materielles Medium, kein Magnetikum, sondern wir betrachten zunächst eine zylindrische Spule im Vakuum. Also eine Vakuumspule. Das ist natürlich jetzt nur eine Wiederholung,
Weil wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen, wie denn das ausschaut, wenn man eine Spule, eine stromdurchflossene Spule betrachtet, wie die dann ein Magnetfeld hervorruft. Und das wollen wir also jetzt einfach noch einmal heranziehen, die Ergebnisse, die wir dann hatten damals. Also wir betrachten davon einen Anschlusspunkt hier, so eine stromdurchflossene Spule von Plus nach Minus. Der Strom, die positive technische Stromrichtung ist so, das ist vorne, das andere ist hinten, hoffentlich sieht man das einigermaßen. Das heißt, wenn ich, was ich jetzt generell immer tun werde, ein Rechtssystem betrachte, dann wird die Richtung des Magnetfeldes durch eine rechte Handregel bestimmt. Und wenn der Strom da so durchfließt, während die Finger meiner rechten Hand so dieser Stromrichtung entsprechen, und in der Richtung ist dann das diese Spule durchsetzende magnetische Feld. Und wir nennen diese magnetischen Flussdichtevektoren B-Vakuum. B-Pfeil Vakuum. Es ist ja eine Vakuumspule. Ganz einfach. Und wie rechnen wir uns das aus? Aufgrund des Ampere'schen Gesetzes, wenn man davon ausgeht, das ist eine lange und relativ dünne Spule und außen ist praktisch kein Feld und das ganze Feld ist nur innen. Diese üblichen Voraussetzungen, die man heute macht, damit man das einigermaßen einfach beschreiben kann, führt das dann entsprechend dem Ampere'schen Gesetz zu dem Ergebnis, dass also der Betrag dieser Vakuumflussdichte, die da drinnen herrscht, einfach gleich ist μ0 mal n mal i. Wobei das n nichts anderes ist als die Windungszahldichte, also die Anzahl der Windungen dieser Spule pro Längeneinheit. Deswegen machen wir auch ein kleines n. Es ist nicht die Anzahl aller Windungen, sondern die Anzahl der Windungen pro Längeneinheit der Spule. Diese Formel hatten wir schon. Sie brauchen nur zurückschlagen, die haben wir schon ermittelt, die brauchen wir uns nicht noch einmal überlegen. Jetzt schauen wir aber, ob man die entsprechend etwas anders interpretieren kann. Dieses n ist also die Anzahl der Windungen pro Längeneinheit. Also pro Meter zum Beispiel haben Sie da eben eine gewisse Anzahl von solchen stromdurchflossenen Windungen. Und da kann man einen Term einführen, den sogenannten Spulenoberflächenstrom pro Längeneinheit der Spule. Also wenn man da die Längeneinheit dieser langen Spule hernimmt, dann wird längs dieser Längeneinheit ein Strom fließen, der ist einfach klein n mal dem Strom durch den Leiter selbst. Weil n ist die Anzahl der Windungen pro Längeneinheit. So oft mal fließt der Strom pro Längeneinheit entlang der Oberfläche dieser Spule durch. Also dieses n mal i ist der Spulenoberflächenstrom pro Längeneinheit. Und den nennen wir irgendwie, wir nennen ihn Eta. Na, damit man ihm heute irgendeinen Namen gibt. So, und erhalten wir also μ0 mal Eta, wobei dieses Eta der Spulenoberflächenstrom pro Längeneinheit der Spule ist. Haben Sie das verstanden? Dieses Konzept des Spulenoberflächenstroms pro Längeneinheit werden wir nicht viel später jetzt noch einmal verwenden, und zwar dann im Zusammenhang mit dem in diese Spule anschließend eingeschobenen Magnetikum. Also Fragen, falls irgendetwas unklar ist. Wissen Sie, was ich meine?
Prolängeneinheit der Spule haben wir N-Windungen. Durch jede Windung fließt der Strom I. Daher haben wir N mal I als Spulenoberflächenstrom Prolängeneinheit der Spule. An sich eine einfache Rechnung. Diese Sache könnte Ihnen irgendwie bekannt vorkommen, weil wir hatten auch am Anfang, wie wir uns über die dielektrischen Medien unterhalten haben, aber wieder als Referenz sozusagen einen Vakuumkondensator betrachtet. Und da hatten wir wieder gesehen, dass man die Vakuumfeldstärke auch darstellen kann als 1 durch Epsilon 0 mal Sigma. Wobei Sigma dann die Flächenladungsdichte war. Also die Ladungsdichte pro Flächeneinheit der Platte. Und da haben wir den Strom pro Längeneinheit der Spule. Eine ähnliche Sache. Beim Kondensator war der Betrag der Vakuumfeldstärke E gleich Sigma, diese Ladungsdichte, die Flächenladungsdichte, Sigma durch Epsilon 0 und da haben wir μ 0 mal Eta. Also eine völlig ähnliche Sache. Wir werden das dann anschließend auch verwenden können. Na, aber jetzt genug Vakuum. Wir wollen ja letzten Endes über Materie sprechen, die sich in dieser Spule im Feld befindet. Also kommt jetzt als nächstes dran, was ist, wenn Materie in die Spule eingeschoben wird? Was wird dann also passieren? Voraussetzung, diese Materie besteht aus Atomen oder Molekülen. Diese Atome und Moleküle können sich ausrichten und haben im Allgemeinen ein magnetisches Moment. Na, wie schaut es dann aus? Da zeichnen wir uns da noch einmal so eine Spule auf. Von Plus nach Minus. Und schieben da jetzt also so einen zylindrischen Körper aus dieser Materie da hier ein. Naja, und dieser zylindrische Körper, da fließt wieder da hier außen so dieser Strom I durch die Spule, in dem werden also Moleküle drinnen sein, die sich dann ausrichten werden, magnetische Dipole bilden und die werden also da solche Kreiseln praktisch bilden im Querschnitt. Wo sich die so ausrichten und wie werden sie sich ausrichten? Jetzt kommt das, was wir gestern uns angeschaut haben. Wenn es ein äußeres Feld gibt, dieses Vakuumfeld, das da diese Spule durchsetzt und man gibt also jetzt da diesen Block Materie da hinein, was jetzt auch immer ist, Aluminium, Titan, Eisen, was man halt will, Nickel, dann werden sich also, wenn da schon vorher magnetische Dipole waren, die unter der Wirkung dieses äußeren Magnetfeldes so ausrichten, dass die magnetischen Dipolmomente parallel und gleichgerichtet zu diesem Feld da durch diese Spule hindurch gerichtet sein werden. Und das bedeutet, dass die Orientierungsrichtung dieser Kreisströme für jeden solchen Dipol gleichsinnig ist mit der Orientierungsrichtung dieses Stroms durch die Spule, weil wir ja gesagt haben und gesehen haben gestern, dass sich dieser magnetische Dipol so ausrichtet, dass sein eigenes Feld, das durch ihn hindurchtritt, gleichsinnig liegt und parallel zu dem äußeren angelegten Feld. Also, das ist jetzt natürlich für Sie nicht so leicht sichtbar. Das hat so eine Orientierung, ich hätte die Zeichnung ein bisschen größer machen sollen, dass die also in der gleichen Orientierungsrichtung alle orientiert sind, wie der Strom durch diese ganze Spule hindurch. Ist Ihnen verständlich, was ich meine?
Das ist gut, dass sie also den Feldstecher da dabei haben. Das sollten jetzt alle mit haben, weil die Zeichnung nicht geschickt war. Die hätte ich größer machen sollen. Aber sie sind alle jung, haben scharfe Augen und können das also beobachten. Also da gibt es jedenfalls im Idealfall, wenn sich die richtig schön ausrichten können, gibt es da so lauter gleichsinnig orientierte Kreisströme. Es erfolgt also eine Polarisation der Materie durch Ausrichtung der molekularen Dipole. Haben Sie das Video auf YouTube mal gesehen, wo Sie einen Frosch schweben lassen? Was hat geschwebt? Ja, da auf dem Effekt haben Sie im Internet gibt's ein Video, wo ein Frosch in einem starken Magnetfeld schwebt, weil die Dipole in der Wassermolekül... Habe ich nicht gesehen, der arme Frosch. Ja, jetzt kann es ein bisschen, aber... Ja. Allerhand, was es alles gibt. Polarisation der Materie, also durch die Ausrichtung der molekularen Dipole. Und damit da noch einmal klar ist, was man da für Dipole meint, zeichne ich da so einen Dipol jetzt etwas fantasievoll da heraus. Das hier ist der Flächenvektor, der senkrecht steht auf diese Fläche da hier. Und in diesem Dipol außen herum fließt ein Strom I. Und dieser Dipol, das soll also jetzt so in etwa ein Molekül darstellen, hat da auch eine gewisse Querdimension. Und natürlich parallel zu diesem Flächenvektor liegt dann auch wiederum, wie jetzt schon mehrfach gesagt, der Vektor des magnetischen Dipolmomentes für dieses eine Molekül. Der Strom wird hier mit klein i, weil er sich ja auch nur auf ein Molekül bezieht, dargestellt. Und das Pm ist natürlich wie üblich i Pm-Pfeil. I mal A-Pfeil, entsprechend der Definition des Dipolmomentes. Also da können Sie sich jetzt alle diese Moleküle aus lauter so kleinen Rollerln darstellen, natürlich sehr idealisiert, die da so da drinnen liegen, mit einer gewissen Querdimension, weil die müssen ja ein gewisses Volumen haben, die können nicht null Volumen haben, sonst wird ja kein Körper draus. Es sind zwar viele Moleküle und haben daher ein kleines Volumen, aber letzten Endes wird der Körper draus. Also müssen diese Moleküle ja ein gewisses Volumen haben. Daher müssen sie wohl auch eine gewisse Querdimension haben. Und ich möchte bei der Gelegenheit gleich sagen, das ist also schon alles fantasievoll ein bisschen, in der Wirklichkeit schaut es total anders aus. Das sind so Näherungen, wie man den Menschen zum Beispiel in erster Näherung als Kugel darstellen kann. Nicht? Und hat halt gewisse Eigenschaften. Und nur wenn man genauer hinschaut, hat er dann Eigenschaften, die nicht ganz nur kugelförmig sind. Und in ähnlicher Weise machen wir da heute jetzt so eine idealisierende Annahme, dass unsere Moleküle oder Atome da lauter so zylindrische Rollen sein sollen. Damit deutet man halt an, diese Eigenschaft des magnetischen Momentes. Messen Sie dem nicht zu viel quantitative Bedeutung dazu. Das ist im Wesentlichen eine semi-quantitative Beschreibungsweise, wo man dann die wirklichen quantitativen Werte zumeist nur durch experimentelle Befunde erhalten kann und dann in Tabellenwerken nachschlägt. So ist es heute. Die Dinge sind zu kompliziert, als dass man sie so einfach sofort richtig quantitativ ausrechnen könnte. Also Pm ist I mal A. Ich glaube, damit haben wir alles, was wir da einmal brauchen. Naja, aber wesentlich ist jetzt auch, dass man da hier schon sieht, dass da lauter so kleine Kreisströme vorhanden sind in diesem Magnetikum. Und letzten Endes möchte ich da noch auch dazu schreiben, wir müssen also jetzt davon ausgehen,
dass jetzt da drinnen durch die Anwesenheit dieses Materiestücks sich eine gewisse Veränderung des magnetischen Feldes einstellen wird. Aus dem B vag wird ein B matt. Also das B in der Materie, Gegensatz zum B im Vakuum. Das kommt jetzt da also heraus. Und es wird also unsere Aufgabe jetzt sein, dass wir uns anschauen, wie können wir denn zumindest halt grundsätzlich und semi-quantitativ, das ist ja so ein tolles Wort, nicht semi-quantitativ. Das ist so viel, wie wir wissen, nichts Genaues, aber bevor wir gar nichts hinschreiben, schreiben wir ein bisschen was hin. Das ist semi-quantitativ. Es ist oft in der Wissenschaft verwendet man so Euphemismen, also Schönrednerei. Nicht? Wenn Sie sich die wissenschaftlichen Publikationen durchschauen und ein bisschen genauer schauen, können Sie sich nur unterhalten. Nicht? Wenn da zum Beispiel wo steht, dieses Diagramm zeigt einen typischen Satz von experimentellen Ergebnissen, von denen irgendwas, was der da halt macht, nicht? Oder die. Na, was das in Wirklichkeit ist, ist der schönste Satz von Ergebnissen, die es gehabt haben. Alle anderen waren schlechter, aber das ist dann ein typischer Satz. Das finden sie überall, das ist halt so. Nicht? Und letztendlich, wenn man halt dann die Fehlerbalken und alles angibt, dann kommt schon was Vernünftiges raus. Nicht? Das, na gut. Also ich will nur sagen, das ist üblich, aber nicht nur bei den Physikern, sondern überall. Also, und jetzt wollen wir schauen, wie schaut also jetzt dieser Effekt der Magnetisierung der Materie aus. Und da wollen wir diese Magnetisierung pro Volumenseinheit betrachten. Der Materie pro Volumenseinheit. Bei den elektrischen Eigenschaften haben wir über die Polarisation des Dielektrikums gesprochen. Jetzt könnte man auch sagen, die magnetische Polarisation, aber da hat es sich eingebürgert, über die Magnetisierung zu sprechen. So haben wir das bei den elektrischen Eigenschaften mit P-Pfeil bezeichnet und jetzt mit M-Pfeil. Na, das ist einfach die Summe aller Dipolmomente pro Volumenseinheit. Summe aller Dipolmomente pro Volumenseinheit. Na, das ist leicht zu machen im Prinzip. Dieses M-Pfeil, das ist also jetzt diese Magnetisierung der Materie pro Volumenseinheit, ist also 1 durch V, V ist also das Volumen von dem Stück, was da drinnen ist, nicht? Mal die Summe über dieses ganze Volumen da gerechnet, über alle PM-Pfeil. Wobei man natürlich davon ausgehen muss, schon wegen der thermischen Bewegung und weil die halt nicht alle ganz so tun, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass die nicht alle parallel sein werden, diese PM-Pfeil. Aber natürlich, wir machen uns das jetzt einfach, wir idealisieren alles. Wir gehen einmal davon aus, was ist, wenn die alle einigermaßen parallel ausgerichtet sind. Parallelausrichtung aller Dipole erhält man dann natürlich, und dass es lauter gleichartige Dipole sind, aber das ist natürlich schon vernünftig. Nicht? Also das sind alles Festkörper, um was wir da jetzt reden. Aber ich möchte mich da auf gar nichts einlassen. Das sind ganz grobe Überlegungen, die also sich nicht auf quantitative Verhältnisse bei speziellen Systemen irgendwie anwenden lassen. Das soll nur eine grundsätzliche, einfache Darstellung sein. Wenn die also alle parallel ausgerichtet und alle gleichartig sind, dann kommt natürlich heraus, dass der Betrag von dieser Magnetisierung einfach gleich sein muss, der Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit mal dem Dipolmoment. Also Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit mal den magnetischen Dipolmoment als Skalar, also als Betrag. Der Betrag von PM-Pfeil
ist PM. Nicht? Also Anzahl von dem. Naja, und da kann ich natürlich sofort einsetzen, was man da hat. Das ist dann einfach I mal A. Also N mal I mal A. Das kommt uns hier heraus für diese Magnetisierung der Materie pro Volumenseinheit. Und ich schreibe da noch besonders her, dieses N ist also die Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit. Na, das ist ja durchaus einfach und verständlich, glaube ich. Mit allen den idealisierenden Annahmen, die man heute hier gemacht hat. Naja, und jetzt natürlich ist eine wichtige Überlegung die, wenn man sich also noch einmal heute diesen Block da, diesen Zylinder anschaut, der da durchgeschoben ist, dass es hier so ist, dass die Kreisströme, die da drinnen alle vorhanden sind, so liegen, dass im Inneren die Kreisströme sich alle gegenseitig in ihren magnetischen Wirkungen kompensieren. Das ist so wie beim Linkswalzer tanzen, nicht? Wenn man also einen dicht gedrängten Ballsaal hat und alle tanzen in einer Richtung, dann weiß man doch, dass die da immer miteinander verhageln sich, weil die sind immer gegenläufig. Und so ist es also auch hier, dass da innen die Stromrichtungen alle gegenläufig laufen im Inneren und sich daher kompensieren in ihren Wirkungen. Nur außen bleibt also dann ein Oberflächenstrom über sozusagen, der dann netto wirksam sein wird. Im Inneren sind die Wirkungen dieser Kreisströme kompensiert. So etwas Ähnliches, ein bisschen anders, aber doch im Grundsätzlichen ähnlich, haben wir auch bei den Dielektrika erlebt. Erinnern Sie sich, da haben wir gesagt, so ein Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten, das besteht aus lauter so Dipolen, plus minus, plus minus hintereinander. Fangt mir auf der einen Seite mit plus an, dann das minus, plus minus und am Schluss ist minus. Und mittendrin ist nach jedem Minus wieder ein Plus und nach jedem Minus wieder ein Plus und das hebt sich alles auf. Netto bleiben tun die Polarisationsladungen in den Grenzflächen. Und da bleibt netto dieser Polarisationsoberflächenstrom in der Randfläche dieses Zylinders. Also jedenfalls kann man das, glaube ich, sofort hier daraus erkennen, dass diese Ströme im Inneren sich weitgehend gegenseitig wegkompensieren. Ist Ihnen das verständlich, wie Sie da sitzen, oder macht das irgendwelche Unklarheiten? Okay. Naja, wenn das aber so ist, dann versuchen wir halt, diesen Polarisationsstrom in der Zylinderoberfläche auszurechnen. Also, Kreisströme im Inneren kompensieren einander. Ein Oberflächenstrom, ein Polarisationsstrom in der Oberfläche verbleibt. Es verbleibt ein Polarisationsstrom in der Oberfläche. Und den werden wir uns jetzt versuchen auszurechnen. Und da müssen wir also uns schon überlegen, wie denn das wohl gehen kann. Aber wenn man also gewillt ist, vor allem eben auf Größenordnungen auszugehen und Abschätzungen zu machen, das ist ja in vielen Fällen eh alles, was man wirklich nur kann. In vielen Fällen ist man schon froh, wenn man die Oberfläche, die Größenordnung und dann noch das Vorzeichen richtig rausgerückt.
Nur wenn das dann nicht mehr geht, ist man wirklich schlecht beieinander. Nicht? Aber die Größenordnung und die Ober- und das Vorzeichen sollte schon richtig sein. Also jetzt schauen wir einmal an. Da wollen wir der Reihe nach Abschätzungen machen. Zunächst einmal, wenn M die Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit ist, dann wird 1 durch N das Volumen eines Moleküls sein. Nicht? Ich glaube, das ist klar. Nicht? Wenn man so 1000 Moleküle pro Volumenseinheit hat, dann ist das Volumen von einem Molekül ein Tausendstel. Ja? Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Also das Volumen eines Dipolmoleküls, also eines solchen Moleküls. Naja, wenn wir das Volumen eines solchen Dipolmoleküls haben, das ist jetzt in unserer Ernährung da so ein Scheiberl da, nicht? Und man weiß also, die Fläche da, dieses A, das ist ja diese Fläche da und die Querdimension. Na, das Volumen ist A mal die Querdimension. Das heißt, man kriegt jetzt damit heraus, wie groß die Querdimension ist. Ich brauche das Volumen nur noch durch A durchdividieren. Das Volumen durch A durchdividiert ergibt die Querdimension. Weil A mal Querdimension ist das Volumen, so wie das bei Zylindern halt so ist. Das ist also die Querdimension eines Dipolmoleküls. Und nun andererseits wieder. Wenn das die Querdimension eines Dipolmoleküls ist, dann ist der Reziprokwert davon n mal a, die Anzahl der Dipolmolekülschichten pro Längeneinheit. Also die liegen da so, die Scheiben alle schön geordnet, wie die Scheiben einer Salami, da so hintereinander. Und jede Salamischeibe hat als Dicke diese Querdimension. Und die Anzahl dieser Scheiben pro Längeneinheit ist eben dieses n mal a, weil 1 durch n mal a die Querdimension ist. Wenn die Querdimension ein Tausendstel ist, dann ist 1 durch ein Tausendstel, also 1000, die Anzahl dieser Schichten pro Längeneinheit. Ja? Ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Das ist nicht so was außergewöhnlich Kompliziertes. Na, wenn man das aber hat, dann kann man diesen Polarisationsstrom ausrechnen. Den Polarisationsstrom pro Längeneinheit. Wieso? Weil in der Querdimension fließt gerade der Strom klein i. In jeder solchen Salamischeibe fließt ein solcher Strom i. Und pro Längeneinheit haben wir n mal a solche Salamischeiben. Daher ist der gesamte Polarisationsstrom in dieser Oberfläche von diesem Zylinder, der da reingeschoben ist, einfach nichts anderes als n mal a, die Anzahl dieser Salamischeiben, mal dem i. Das ist der Strom in einer Salamischeibe außen herum. Von an zum nächsten von diesen ganzen solchen Scheiberln da und innen tun sie sich alle gegenseitig wegkompensieren, weil sie entgegengerichtet sind. Daher kriegt man damit heraus, diesen Polarisationsstrom pro Längeneinheit, das nennen wir jetzt Ätherpol. Das ist so ein Äther wie da. Da haben wir den Spulenoberflächenstrom pro Längeneinheit.
Jetzt haben wir den Polarisationsoberflächenstrom pro Längeneinheit. Das ist also nichts anderes als N mal A mal I. Und stellt sich heraus, da haben wir ein N mal I mal A und da haben wir ein N mal A mal I. Siehe da, aus Vergleich dieser beiden kommt man dann auf eine sehr einfache Beziehung, weil das ist eben gleich dem Betrag von M. Alles in unseren einfachen Näherungen. Haben Sie das gesehen? Wenn Sie sich die Zeit nehmen, und das würde ich Ihnen empfehlen, vor allem, wenn Sie sich dann vielleicht einmal vorbereiten wollen auf eine Prüfung da, dann nehmen Sie sich zum Vergleich die Elektrostatik und die Dielektriker her. Das schaut recht ähnlich aus. Die Dinge sind zwar ein bisschen anders, na klar, weil ein elektrischer Dipol ist was anderes als ein magnetischer Dipol, aber die Überlegungen, die Argumente verlaufen, wie man so schön auf Deutsch sagt, along similar lines. Und das machen wir also hier eben, damit wir die Sache möglichst übersichtlich gestalten. Naja, und damit kann man also jetzt, und das ist ganz wichtig, wenn man das hat, dann kann man jetzt aus diesem Polarisationsoberflächenstrom sich das magnetische Polarisationsfeld, das dem entspricht, ausrechnen. Denn schauen Sie mal, da hier haben wir aus diesem Spulenoberflächenstrom sofort das Vakuumfeld ausrechnen können. Als μ0 mal diesem Spulenoberflächenstrom. Jetzt haben wir den Polarisationsoberflächenstrom pro Längeneinheit. Da braucht man nur wieder mit μ0 multiplizieren und kriegen das Magnetfeld, also die magnetische Flussdichte betragsmäßig, die dem Oberflächenstrom entspricht. Also man erhält jetzt damit das magnetische Polarisationsfeld. Und dieses Polarisationsfeld, so wie das also B vag ist, ist es dann B-Pol. Und Sie können sich schon denken, B vag plus B-Pol wird dann das B-Mat sein. Aber das schauen wir uns noch an, wie das mit den Vorzeichen ausschaut. Also dieses B-Pol kriegen wir jetzt einmal betragsmäßig heraus. Dieses B-Pol ist genauso wie da, μ0 mal Eta. Und da haben wir also hier μ0 mal Eta Pol. Und dieses μ0 mal Eta Pol lässt sich natürlich jetzt schreiben, wir haben es ja gerade ausgerechnet, dieses Eta Pol ist die Magnetisierung pro Volumenseinheit. Magnetisierung pro Volumenseinheit war das M. Also kommt heraus μ0 mal diesen Betrag von M-Pfeil. Na jetzt wäre es aber wichtig, dass man weiß, das ist dabei nur eine Betragsgleichung. Wie geht die zugehörige Vektorgleichung? Werden die jetzt gleichorientiert oder gegenorientiert sein? Wie ist das? Und um uns das klar zu machen, wollen wir jetzt anschauen, wie liegen denn die Felder? Also nehmen wir einmal da an, ein Vektor, der wichtig ist, ist dieser Vektor B-Vakuum. Das ist der Vektor, der gibt an, das Magnetfeld durch die Spule, ohne dass wir da diesen zylindrischen materiellen Körper da hineingeschoben haben. Nur so wie der da von links nach rechts gezeichnet ist, zeichne ich das halt da auch an. Und wie schaut es jetzt mit B-Pol aus? Wie liegt das B-Pol? Das B-Pol, das ist also, was ist es denn? Das ist nichts anderes als dieses Magnetfeld, das sich ergibt aufgrund dieser Polarisation dieses Körpers, also aufgrund dieses Spulenoberflächenstroms. Jetzt haben wir ja schon gestern gesehen,
Diese magnetischen Dipole richten sich so ein, dass ihr eigenes Feld in die gleiche Richtung zeigt wie das außen angelegte Feld und daher wird dieses B-Pole gleich parallel und gleichsinnig sein zu diesem außen angelegten Feld. Da haben wir ein B-Pfeil-Pol. Hier zeigt sich ein entscheidender Unterschied gegen die dielektrischen Eigenschaften. Erinnern Sie sich, das ist schon wirklich wichtig, dass Sie das klar machen, weil das ist eigentlich der entscheidende Punkt, warum man sich das antut. Damit man sieht, wie die Trends gehen. Quantitativ können wir es eh nicht ausrechnen, sondern sind auf Tabellenwerte für diese Werte dann angewiesen. Aber die Trends sind wichtig. Und bei den Dielektrika, erinnern Sie sich an den Plattenkondensator, dazwischen das Dielektrikum mit den Dipolen drinnen. Da haben wir doch gesehen, logischerweise, dass bei der einen Platte mit der positiven Ladung die ganzen negativen Enden von diesen Dipolen hinzeigen werden. Die wollen ja zur positiven Platte. Ungleiche ziehen sich an. Andererseits bei der negativen Platte schauen die ganzen positiven Enden heraus. Dazwischen kompensiert sich alles weg. Das heißt, diese Polarisationsflächenladungen sind so, dass sie ein Feld erzeugen, das gegen das ursprüngliche Vakuumfeld gerichtet ist. Jetzt aber, aufgrund dessen, was wir gestern schon gesehen haben, mit der Ausrichtung der magnetischen Dipole in diesen Kreisströmen, ist es so, wenn man so einen Kreisstrom betrachtet, also so was Kleines da, was sich da ausrichtet in dem äußeren Feld, richtet es sich so aus, dass das eigene Feld dieses Kreisstroms in die gleiche Richtung zeigt, also sogar das angelegte Feld noch verstärkt. Also wird hier dieses magnetische Feld, diese magnetische Flussdichte hervorgerufen durch diese Polarisation da, die also durch diesen eingeschobenen Zylinder da hergestellt wird, in die gleiche Richtung zeigen. Und das bedeutet auch, dass das so ist, dass die ganzen einzelnen Dipolmomente, da die so hintereinander da liegen, Schicht für Schicht, und da überall hat man also so diese Kreisströme, die da dazugehören, dass diese einzelnen Dipolmomente von den einzelnen Molekülen auch alle in der gleichen Richtung gerichtet sind, so wie wir das gestern für einen einzelnen Dipol, das war der mit der rechteckigen Stromschleife, damit man es gut rechnen kann, eben in die gleiche Richtung zeigen werden. Und die Summe aller dieser PM, pro Volumenseinheit ist dann das M-Pfeil, das heißt auch die Magnetisierung M zeigt in diese Richtung. Es zeigt einfach alles in die gleiche Richtung, während bei den Dielektrika das Polarisationsfeld aufgrund dieser dielektrischen Polarisation in der Gegenrichtung gezeigt hat, weshalb das elektrische Feld durch die Anwesenheit des Dielektrikums reduziert wird. Während hier kann man davon ausgehen, dass das Magnetfeld durch die Anwesenheit dieses polarisierten Magnetikums sogar verstärkt wird. Na, das ist ja schon mal was. Also es wird B-Vac und B-Pol und M gleich orientiert sein. B-Pol und M gleich orientiert und parallel. Das heißt, großes Ergebnis von dieser ganzen Überlegung, wir können da oben einfach die Betragsstriche weglassen. Und es ist als Folgerung daher das Ergebnis, dass B-Pfeil-Pol gleich ist μ0 mal diesem M-Pfeil. Wenn Sie dann zurückblättern einmal zu Ihren Aufzeichnungen für das elektrische Feld, ist bei der entsprechenden Gleichung hier ein Minus gestanden. Weil eben das Feld des polarisierten Dielektrikums in die Gegenrichtung zum außen angelegten Feld zeigt und es daher schwächt. Während hier das Feld des polarisierten Magnetikums in die gleiche Richtung zeigt und daher das Feld, das Vakuumfeld,
verstärkt. Nun, damit dann ergibt sich natürlich sofort die Möglichkeit, dass B matt, dass das Magnetfeld in der Materie sich konkret ausrechnen. Also dieses B-Pfeil in der Materie, das ist ja das, was uns eigentlich interessiert. Was haben wir dann letzten Endes insgesamt da drinnen für ein Magnetfeld, was für eine magnetische Flussdichte, wenn wir die Spule nach wie vor Strom durchflossen haben, aber diesen Zylinder hineinschieben und wissen, was Sache ist. Also müssen wir dieses B-Matt zusammensetzen aus B-Wag plus B-Pol. Nun, das ist daher gleich B-Wag plus B0 mal M-Pfeil. Also da haben wir einmal eine wesentliche Ausgangsgleichung, mit der wir dann hier das Feld in der Materie wirklich ausrechnen können. Aber natürlich, jetzt erhebt sich die Frage, wie groß ist denn das jetzt eigentlich? Dieses B-Pfeil Materie, um es ausrechnen zu können, erfordert also, dass wir das M ausrechnen können. Diese Magnetisierung pro Volumenseinheit. Und um das ausrechnen zu können, muss man jetzt Annahmen machen. Und da zeigt sich, dass das gar nicht so einfach ist. Es wird sich nämlich jetzt gleich herausstellen bei den Überlegungen, dass wir davon unterscheiden müssen, verschiedene Ausgangssituationen. Und jetzt gehe ich etwas über das hinaus, was wir bisher besprochen haben. Bisher hatten wir nämlich besprochen, wir haben da lauter schon vorher existierende magnetische Dipole, die da so lustig ausschauen, so wie Scheiberl da, so dass jedes Molekül schon ein vorgefertigtes magnetisches Dipolmoment hat. Wir hatten das auch bei den elektrischen Dipolen so ähnlich gemacht. Und an der gleichen Stelle wie jetzt haben wir damals gesagt, ja, so allein muss es ja nicht sein. Es kann ja auch sein, dass diese Moleküle dieses Materials zunächst einmal gar kein magnetisches Dipolmoment haben, sondern erst wenn ich dann den Spulenstrom einschalte, und das ist schon drin, dieses Magnetikum, dann erhöht sich also das Magnetfeld von Null auf den Wert. Und was passiert dann? In dem Molekül drin wird jetzt aufgrund des veränderlichen magnetischen Flusses eine Spannung induziert. Und zwar laut Lenzscher Regel so, dass der zugehörige Strom, der sich dann ergibt, dem induzierenden äußeren Vakuumfeld entgegengerichtet ist in der Weise, dass dieses Feld geschwächt wird. Wenn man also von zunächst Molekülen ohne magnetisches Moment ausgeht, dann werden diese Moleküle nach Einschalten des Feldes ein magnetisches Dipolmoment erhalten, das wird dann induziert, das sind dann induzierte Dipole, die wegen des Induktionsgesetzes samt Lenzscher Regel, also widerspenstig wie immer, so gerichtet sind, dass sie dem ursprünglichen Feld entgegengerichtet sind. Anders als was ich dorthin gezeichnet habe. Das, was dort steht, geht davon aus, die hatten vorher schon ein magnetisches Dipolmoment. Aber jetzt gibt es also auch diese Möglichkeit. Das bedeutet dann, dass diese Dipole, diese induzierten Dipole, dazu führen, dass sie das magnetische Feld sogar abschwächen. Diese Abschwächung bei der Polarisation der Materie nennen wir den Diamagnetismus. Jetzt muss ich mich darauf erinnern, leider ist die Tafel defekt, die kann ich jetzt nicht verschirmen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich da auf eine Leiter steigen, als da hinaufzuschreiben. Also schreiben wir mal konkrete Berechnung von
Befeilmat. Um das soll es gehen. Hecher habe ich nicht aufreichen können. Und da geht es also um die Polarisation. Der Materie. Und da gibt es also jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist also der sogenannte Diamagnetismus. Und in dem Fall ist es so, dass zunächst unpolare Moleküle durch das Einschalten des äußeren Vakuumfeldes dann zu induzierten Dipolen werden, die wegen der Lenzschen Regel gegen das eingeschaltete Feld gerichtet sind. Also unpolare Moleküle werden zu induzierten Dipolen und Lenzsche Regel folgt entgegengerichtet. Aber ja, da möchte ich gleich dazu sagen, also das kann ich jetzt nicht, die bewegt sich nicht. Aber ich möchte auch hier gleich dazu sagen, eine derartige Überlegung hatten wir auch bei den Dielektriker. Wir haben dann bei der Gelegenheit gesagt, es gibt natürlich Moleküle in Dielektrika, die auch zunächst kein elektrisches Dipolmoment haben. Und wenn man sie dann in ein elektrisches, ein äußeres elektrisches Feld bringt, dann wird die Elektronenhülle, die negativ ist, ein bisschen zum positiven Pol hingezogen und am anderen Seite schaut dann schon ein bisschen der positive Kern heraus, der geht dann zum negativen Pol und damit werden auch diese Moleküle zu induzierten Dipolen. Nur diese induzierten Dipole waren dann ebenfalls so gerichtet, wie sich auch die schon vorher existierenden Dipole ausrichten würden. Hier hingegen ist es anders, wegen der Lenzschen Regel. Und jetzt wissen Sie auch, warum ich Ihnen diese materiellen Medien erst nach der Besprechung des Induktionsgesetzes vorführen konnte. Weil dieses entscheidende Argument habe ich nicht zur Verfügung, wenn ich die Lenzsche Regel und das Induktionsgesetz nicht habe. Daher war das hier die Voraussetzung. Das schaut also für Sie vielleicht ein bisschen komisch aus, das hätte man vielleicht schon früher machen sollen, ging aber nicht. Es hätten sagen können, wie wir dann später sehen werden, aber warum? Macht man es gleich so, dass wir es schon haben. Nicht? Und damit ergibt sich eben diese Situation und das nennt man den Diamagnetismus. Die Orientierung ist also entgegengerichtet. Aber jetzt, die andere Geschichte ist einfacher. Wenn wir hingegen also schon permanente magnetische Dipole haben, also statt unpolaren Molekülen permanente Dipole. Na dann haben wir genau das, was wir bisher besprochen haben, dann wird die Orientierung gleichsinnig sein. Folgt gleichsinnig. So wie wir das jetzt schon ausführlich besprochen hatten, aufgrund des Drehmomentes auf einen Kreisstrom in einem äußeren magnetischen Feld. Er richtet sich so aus, dass sein eigenes Feld gleichgerichtet ist mit dem außen angelegten Feld, dieses daher verstärkt. Also das Diamagnetismus führt natürlich zu einer Abschwächung wegen der Entgegenorientierung, der Paramagnetismus zu einer gleichsinnigen Verstärkung, das nennt man also den Paramagnetismus.
Und letzten Endes dann gibt es eben, wie die Erfahrung zeigt, einen Paramagnetismus, der extrem gut funktioniert. Wo dann also über weite Strecken in dem Material wirklich alle Moleküle total ausgerichtet werden. Und das nennen wir dann den Superparamagnetismus, nein, so nennen wir es nicht, den Ferromagnetismus. Und der resultiert dann in einer starken Verstärkung, große Verstärkung. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, und wer sagt mir, dass das alles stimmt und dass es das wirklich gibt, ob das nicht alles nur so aus den Fingern gesogen ist, aber wie sich zeigt, das können wir Ihnen vorführen. Und der Herr Kollege Litschauer hat ein Experiment aufgebaut, recht ein heikles, wo wir diese verschiedenen Verhaltensweisen wirklich sehen können. Wir haben hier einen Magneten mit einem starken inhomogenen Magnetfeld da in der Mitte drinnen. Und diesen, man sieht es eh recht schön in der Fernsehkamera, zwischen diesen beiden Polschuhen, da haben wir also entsprechende Spulen, um das Magnetfeld herzustellen, zwischen diesen Polschuhen gibt es dann, wenn man einschaltet, ein starkes magnetisches Feld. Und zunächst einmal schauen wir uns ein Material an, das diesen diamagnetischen Effekt zeigt. Das ist also ein Material, da gibt es verschiedene Materialien, die das können. Wir haben insbesondere ein kleines, so einen Zylinder da, so ein Stäbchen aus Wismut dafür verwendet. Und wenn man da jetzt das Feld einschaltet, passen Sie auf, was passiert. Also, Sie sehen keinen dramatischen Effekt, aber schon einen. Kann man das nicht einmal stückeln? Ja, so drin. Und wenn Sie jetzt einschalten? Ja. Nochmal zurück. Wenn Sie das Feld einschalten, sehen Sie, dass es sich querstellt. Es will raus aus dem Feld. Es zeigt sich, dass hier eine durch diesen Diamagnetismus, dadurch, dass da ein Gegenfeld entsteht, dieses Metallstück, also dieses Wismutstück aus diesem inhomogenen Feld heraus möchte. Aber jetzt nehmen wir das paramagnetische Stück, einfach Aluminium. Und wenn man also das mit Aluminium macht, zeigt sich der umgekehrte Effekt. Steht wieder irgendwie schräg. Und wenn wir das Feld einschalten, geht es in Richtung des Feldes. Fällt wieder aus, stellt sich auch wieder schräg. Ich glaube, Sie sehen schon deutlich, dass es ein qualitativ unterschiedliches Verhalten gibt. Naja, und jetzt, damit man sieht, um was es geht, nehmen wir als drittes Stückerl ein Ferromagnetikum, Nickel. Das ist so stark, dass man mit dem Ding gar nicht zwischen die Polschuhe dürfen. Schauen Sie einmal, wo sind die Polschuhe? Da herunten. Und wo ist das Nickel? Da heroben. Das wäre jetzt was für Ihren Frosch. Schauen wir, was jetzt passiert. Feld einschalten und es stellt sich bereits parallel. Wieder so wie beim Paramagnetikum, aber um Größenordnungen empfindlicherer Effekt. Herr Litschauer, wir haben's. Danke, dass das funktioniert hat. Ein heikles Experiment, aber letzten Endes von Erfolg begleitet.
Also, Sie sehen, diese Sachen passieren wirklich. Und jetzt aber möchte ich schon noch schauen, dass wir trotzdem da zu einem entsprechenden Abschluss kommen. Nämlich, es zeigt sich also, dass näherungsweise die Magnetisierung, also es zeigt sich experimentell, dass die Magnetisierung M proportional ist zur Flussdichte des Vakuumfeldes. Das ist auch verständlich. Je größer das Feld ist, das Äußere, desto stärker werden sich die Dipole ausrichten. Und man macht den Ansatz für diese Proportionalität, dass das M, diese Magnetisierung pro Volumenseinheit, gleich ist einem Proportionalitätsfaktor Chi M durch μ0 mal diesem Vakuumfeld. Chi M ist die magnetische Suszeptibilität. Das entspricht der dielektrischen Suszeptibilität, die wir bei den dielektrischen Medien gehabt haben. Also ein konstanter Faktor, der abhängig ist vom Material. Das Ganze, dann tut man halt noch durch diese konstante μ0 aus Gründen der Eleganz durchdividieren. Das Ganze ist eine Konstante. Dieses Chi M war bei den Dielektrika immer positiv. Jetzt ist es so, dass es beim Diamagnetikum negativ sein wird, weil sich da eben die Magnetisierung entgegeneinstellt gegen das Vakuumfeld wegen dieser Geschichte mit der Lenzschen Regel. Und nur bei Para- und Ferromagnetismus wird das Chi M größer als 0 sein. Also ich schreibe noch her, also das geht ja nicht. Chi M ist die magnetische Suszeptibilität. Naja, und wenn wir das jetzt haben, können wir sofort das B-Mat ausrechnen. Damit erhalten wir für B-Mat, also die magnetische Flussdichte im Material, gleich B-Vac plus μ0 mal M. Plus μ0 mal M. Und für M setzen wir jetzt hier ein, mitsamt dieser Konstanten. Das ist also gleich B-Vac plus μ0 mal m ist μ0 mal chi m durch μ0, sehen Sie, deswegen ist jetzt auch das μ0, dass das hier rauskürzt, mal b wag. Also haben wir plus chi m mal b wag oder b in der Materie ist gleich b Vakuum mal 1 plus Chi M. Und dieses 1 plus Chi M, das nennen wir auch μ R. Also bleibt stehen μ R mal B Vak. Also wir erkennen jetzt letzten Endes, dass die magnetische Flussdichte um diesen Faktor 1 plus chi m oder μ r verändert wird durch die Anwesenheit eines Magnetikums. Beim Dielektrikum ist es immer kleiner geworden. Hier kann es kleiner oder größer werden. Das chi m hatten wir genannt, die magnetische Suszeptibilität, das μ r die relative magnetische
Permeabilität. Wenn das Chi m kleiner als 0 ist, wird das μ r kleiner als 1 und damit wird das Feld abgeschwächt. Wenn das Chi m größer als 1 ist, wird das μ größer als 0 ist, wird das μ r größer als 1 und das Feld in der Materie wird verstärkt. Und das erzeigt, das zeigt sich dann bei den tatsächlichen Werten, die man also für verschiedene Substanzen erhält. Also für einige Stoffe habe ich Ihnen die magnetische Suszeptibilität herausgeschrieben. Das ist eine dimensionslose Zahl, also daher brauche ich da keine Einheit anzugeben. Nehmen wir unser Wismut her. Bismutum heißt es also auf Lateinisch. Minus 1,66 mal 10 der minus 5. Das ist, wieso der Effekt so klein ist. Wir sind bei 10 der minus 5. Das heißt, die Abschwächung ist 1 minus 10 der minus 5. Das ist wesentlich weniger als ein Promille, um was es da geht. Also, dass der Herr Litschauer uns das überhaupt zeigen hat können, ist schon eine tolle Sache. Und geht also nur, wenn die Polschuhe möglichst genau sitzen und es wirklich ganz genau in der Mitte steht, sonst kann man es überhaupt nicht feststellen. Aber ich glaube, Sie haben es gesehen. Dann gibt's das Schönes. Habe ich das jetzt, büte ich mir das ein oder habe ich da was gehört? Oh, na Gott sei Dank, weil manchmal zweifelt man am eigenen Verstand. Ne? Dann Gold. Gold ist auch ein Diamagnetikum, minus 3,6. Mal 10 der minus 5. Also wie gesagt, bei den Diamagnetika ist das Chi m kleiner als 0 und damit wird die Magnetisierung entgegengesetzt zum Vakuumfeld. Aber sehr wenig Magnetisierung. Nur 10 der minus 5, was ist das schon? Wem interessiert das? Dagegen bei den Paramagnetika geht es in der gleichen Richtung. Wir haben ja Aluminium gesehen, das war das zweite Stapel, was wir da gehabt haben. Da haben wir 2,3, aber zwar plus 2,3, wieder mal 10 der minus 5. Ist wieder nicht mehr los. Eigentlich sehr enttäuschend. Nicht? Damit kann man nicht viel anfangen. Titan. Das ist, wie der Name so schon sagt, was ganz besonders Tolles. Hat noch 7,1 mal 10 der minus 5. Ein kleiner Titan. Also wenn es so wäre, könnte man mit dem ganzen Zeug praktisch nicht wirklich was anfangen. Aber Eisen, gehärtet, wissen Sie, was das hat? 5500. Muss ein eiserner Frosch gewesen sein, den Sie da gesehen haben. Ne? Ja, weil das dann eben noch mehr wird. Das sind lauter so Materialeigenschaften, da müssen es dann die Materialphysiker fragen. Die haben da so ihre Vorstellungen dazu. Das ist etwas, was man heute durch empirische Erforschung herausfindet und dann hofft es auch durch Modellrechnungen mit Großcomputern irgendwie nachvollziehen zu können. Nicht alles kann man, aber immer mehr, wenn es immer mehr Großcomputer gibt. Vieles geht dann nur numerisch. Also bitteschön, aber schauen Sie, das ist 5 mal 10 der dritten und da haben wir 7 mal 10 der minus 5. Das sind 8 Größenordnungen. Das sind die 8 Größenordnungen, von denen wir leben. Wenn es die nicht gäbe, hätte man keinen Strom zur Verfügung. Da täten die Kraftwerke nicht funktionieren, da täten die Transformatoren nicht funktionieren.
Das ist das Entscheidende. Denken Sie dran, um den Faktor 1 plus 5500, da ist das 1 ganz wurscht, 5501. Ne? Um diesen Faktor wird das Magnetfeld verstärkt, wenn man das Eisen hineinbringt. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, so toll wirken diese kleinen Dipole, die dann alle so toll ausgerichtet sind. Aber das ist noch nicht alles, die Leute geben mir keine Ruhe. Eisen allein ist schon gut, aber das Mühmetall, das ist eine Legierung von, ist wurscht, wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Das Mühmetall ist eine Legierung von Nickel, Eisen, Kupfer und Chrom. Und fragen Sie jetzt nicht, wieso das so ist. Ich bin gar nicht sicher, ob das irgendjemand weiß. Vielleicht, also ich weiß es jedenfalls nicht. Aber bitteschön, das hat 100.000, 10 der 5., das sind 10 Größenordnungen. Also 10 Größenordnungen, das ist was. Und das kommt also dadurch zustande, dass eben hier ein Quanteneffekt maßgeblich ist und aufgrund der Spin-Spin-Wechselwirkungen zwischen den Hüllen, den äußeren Hüllenelektronen, kommt es dazu, dass in diesen Materialien die einzelnen permanenten Dipole, die magnetischen, sich wirklich optimal ausrichten. Und das wirklich passiert, was wir da oben so ungefähr angenommen haben. Und das führt zu diesen Effekten. Und weil das so ist, ist diese ganze Geschichte mit den magnetischen Materialien so wichtig. Morgen werden wir spezielle Experimente noch zeigen, um Ihnen die Eigenschaften der ferromagnetischen Werkstoffe etwas näher zu bringen. Herr Litschauer, noch einmal vielen Dank für das tolle Experiment und Ihnen danke, dass Sie wieder einmal 4 Minuten länger da geblieben sind. Danke.